Willkommen zurück zu Let's Play FTL, Faster Than Light. Wir sind im siebten Sektor angekommen, in der Rock Homeworlds, leider... Oh, Quest? Distress? Ja, leider, also wir können auch den Rock Cruiser Quest, das Rock Cruiser Quest teilweise bestreiten, werden es leider nicht abschließen können, was ich sehr schade finde, weil ich den Rock Cruiser immer noch nicht freigeschaltet habe, ja. Und wir haben mittlerweile einen Crew-Teleporter, haben jetzt gerade mühsam hier den ersten Kampf gewonnen, was gegen Rocks echt kein Spaß ist. Haben auch eine zweite Angriffsdrohne. Aber ich bin immer noch nicht so richtig zufrieden. Wir brauchen dringend noch vielleicht eine Bombe wäre auch ganz interessant, wobei unsere Raketen auch arg zur Neige gehen. Gut, wollen wir mal weiter springen. Wenn wir hier hingehen, dann verlieren wir die Drohnenteile eventuell. Und vielleicht haben wir auch Glück und... Mal sehen, was uns hier erwartet. Okay. You find the station and they respond to your hails immediately, saying it took you long enough. We have practically no use for these now. Okay, I refuse to pay full price. Take this and leave the cargo on our holds. Nee. Dann behalten wir sozusagen die Drohnenball. Fine, I was bluffing. I'll pay the full price. Aber was sollen wir damit? Wir brauchen die Bodenteile. Dringend. Dringendst. Okay. Hätten wir über den Distress Call hier wahrnehmen sollen. Na ja, gut. Rock Cruiser. Okay. Leider wieder eine Med Bay. Oder werden wir mal versuchen, den so klein zu kriegen. Oder wir wollen mal einmal... Robotic Warf. Ach ne, das wäre mit drei Drohnen. Dann wollen wir einmal ein bisschen. Ah, ich habe die Rakete nicht gepowert. Mal mit zwei Drohnen arbeiten. Einfach mal zu sehen, wie das so läuft. Ja, wir müssen dringend noch die Schilder auf Stufe 4 bringen. Oh. Und, oh, das läuft ja schon mal ganz hervorragend. Der Autofire wieder nicht aktiviert. Oh Mann. Genau, Schilder auf Stufe 4 und, ja, wie gesagt, irgendwas noch hier. Was Feines kriegen. Okay, wir kriegen jetzt eine Rakete rein. Ich will allerdings nicht noch mehr Drohnenteile einsetzen, von daher hoffe ich mal, dass wir ausweichen. Nee. Oh, zwei und ein Höhlenbruch. Das ist bitter. Das tut sogar ziemlich weh schon. Die nächste Rakete. Wir suchen richtig viele. Ah, okay. Höhlenpunkte haben wir auch nicht mehr auf Lager. So, jetzt hier mal die Rakete ausschalten. Ja. Oh, nee, hat er nur abgefeuert. Das gibt's doch nicht. So, jetzt sieht man hier schon zwei Drohnen, jetzt, wenn die Schilde weg sind, machen einen kurzen Prozess. Ja. Das war's. Nee, auf keinen Fall, Leute. Auf keinen Fall. So, das war's. Aber doch nicht. Jo. Okay. Ja, schön, dass wir so viel Geld haben, aber... Achso, ich muss auf jeden Fall hier die halben Missile powern, ja. Aber wir brauchen Drohnenteile. Oh, das ist Dorf! Fantastisch! Und den Distress Call kriegen wir auch noch mit. Okay.
Ach, diese. Ah, die blöden Spiders. Ich hatte sogar überlegt, die Anti-Personal Drone noch zu behalten. Ah, da können wir ein Crewmitglied verlieren, das können wir uns nicht erlauben. Von daher, ja, müssen wir die leider ihrem Schicksal überlassen. Das ist natürlich schade. So, jetzt bitte hier irgendwas Nettes. Oder Mantis wäre natürlich auch noch nett. You receive a hail on Federation frequencies. Your Federation? We weren't sure we'd ever see a friendly face again. There's no business here. Perhaps you'd like to trade? Ja, okay. Zoltans können wir noch nehmen. Können wir nichts mit anfangen. Rock Dude. Das ist natürlich absoluter Mist. Also, wir haben echt Pech. Wir haben echt Pech. So, die Long Range Scanner können wir, glaube ich, verkaufen. Die werden uns jetzt nicht mehr so viel nützen. So, wir brauchen auf jeden Fall die zwei Drohnenstücke nur. Ja, das ist echt wenig. Na komm, wir brauchen noch einen Rockman, falls wir gebordet werden oder so. Ja. Höhlenschaden. Auf jeden Fall noch einen Energiepunkt. Oh, das ist echt mit drei Schilden nur, das ist viel zu schwach. Das wird nicht gut enden, habe ich irgendwie so ein Gefühl. Jo, ein bisschen ein paar Raketen. Ist das Geld auch schon wieder weg. Das ist nicht gut. Ja, ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass wir zum Flaggschiff der Rebellen zwar vorstoßen, aber dann keine Chance haben werden gegen das Flaggschiff. Aber gut. Achso, wir haben noch diese Beam-Drohne. Weg mit der. Das. Wir brauchen einfach die Raketen. Also die eine Defensive Drone und müssen das jetzt so schaffen. Gut, wir haben noch hier die Quest. Warte mal, eins, zwei. Ne, okay, dann müssen wir den. Oh nein! Eieiei. You arrive at the coordinates given and find yourself dangerously close to an M-Class Star. The other ship messages you. Let's see how long your puny ship can handle this heat. Prepare for a challenge. Okay, die haben nur zwei Schilde, das ist gut. Achso, die wollen schon. Und haben eine Tarnverrichtung. Hehe. Ja, okay, das wird nix, glaube ich. Ja, was sollen wir die jetzt springen lassen, oder was? Sollten wir die Raketen sparen. Die werden wahrscheinlich gleich feuern, wenn sie sich enttarnen. Und dann werden wir jetzt uns tarnen. Natürlich im Cockpit, ey. Das ist echt. Ah, das ist echt. Kriegen wir da noch die Salve ab, ne? Ah, ne, sie springen vor uns weg. Okay. As they jump away, they relay coordinates to your navigation system. They must mean for you to follow them. Upon examining your map, you realize you just won't have time and need to get to the Federation base. Okay. You leave the quest for another day. Ha 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 ha, toll. Schade, Mensch, ich hätte so gerne den Rock Cruiser freigeschaltet. Das wäre echt ein netter Abschluss für diesen absolut durchwachsenen Run gewesen, aber gut. Mal sehen, was wir nochmal reißen können hier. Oh. Okay, dann springen wir lieber.
A few freighters pass by, but they refuse all communications. Must not want to sully their reputation by talking with foreigners. Okay. Und noch ein Store. Ja, super. An sich tolle Sache, aber wir haben leider nichts mehr. Wetten, dass es jetzt hier alles gibt, was wir brauchen? Nee. Hier gibt es auch nur Schrott. Oh, nee. Der Weapon Pre-Igniter. Den können wir eigentlich auch verkaufen. Weil wir einfach nicht genug Feuerkraft zusammenbekommen haben. Können wir uns da lieber was von diesem Engimet Bot Dispersal. Das ist zwar ganz praktisch, aber erstmal machen wir den Pre-Igniter weg. So schwer mir das fällt, aber wir brauchen das Geld. Jetzt können wir wieder. Nee, haben wir nicht genug Geld. Ich dachte, wir können den gleich nochmal wieder kaufen. Und ich glaube, wir brauchen eigentlich noch einen Menschen an Bord, ne? Mich gebordet werden, wir müssen auch eine Boarding Crew stellen können. Komm, Will, hilf uns. Und noch ein Energiepunkt auf jeden Fall. Und noch eine Rakete und noch eine Reparatur und das war's. Ach Mist, ja, den Teleporter müssen wir eigentlich auch noch upgraden. Gut, dann wollen wir uns mal mit den Rebellen hier befassen. You found the exit beacon. Ja, und die Rebellen kommen zuerst. Oh. Eieiei. Und die sind bis an die Zähne bewaffnet. Das hatte ich befürchtet. Aber gut. Eine Defense Drone brauchen wir wahrscheinlich leider. Reicht das? Ja, okay, das schaffen wir so. Das ist echt ärgerlich, dass unsere Leute hier noch nicht mal die nächste Stufe im Nahkampf erreicht haben. Gut, dann springen wir in den letzten Sektor, The Last Stand. You arrive at the heart of the last Federation fleet. Your access codes get you past initial security and a direct feed to the capital ship's war room. Admiral Tully speaks first, saying, "What is the meaning of this? Who are you?" We explain our mission. Your explanation is met with murmurs of cynicism and disbelief among the officers. General Tursel of the NG Brigade speaks up. Intel suggests potential counter to rebel technology. Risk all or save none. Explain the weakness of the enemy fleet and the rebel flagship. Und okay. Tully responds, "It's settled. The rebels will be here in a matter of moments. We will do what we can to hold off their warships, but you must succeed in destroying this flagship. We will refuel your ship now and our stations will offer help wherever possible. Good luck." So wir kriegen nochmal Fuel. Oh, da sind wir die Donner an Bord. Ist interessant. Ah, die haben sich doch nicht wegteleportiert. Normalerweise schaffen die es so immer, sich wegzuteleportieren. Oh, und Nixie braucht ja noch zwei Erfahrungspunkte. Gut, dann schauen wir uns mal den Sektor an. Hier ist das Rebellenflaggschiff, das wir abfangen müssen. Hier sind Repair-Stationen. Mit denen können wir nicht so viel anfangen, aber wir können eventuell noch ein paar Schiffsbegegnungen einlegen. Und ein bisschen Scrap sammeln. Wobei wir für Schild Stufe 4. Moment. Bräuchten wir 180, die werden wir nicht zusammenkriegen. Aber vielleicht nochmal Engines upgraden und nochmal Crew-Teleporter, das wäre ganz nett. Oder ein Drohnensystem einmal abzusichern. So viele Sachen. Boah, Sensoren brauchen wir eigentlich auch noch. Sieht nicht gut aus, Leute. Das sieht nicht gut aus.
Ja, okay. A small bomber squadron engage with some Federation scouts. Und wir greifen mit ein. Das ist echt nah. Das ist eine harte Nuss. Aber sie sind rüber teleportiert. Von daher werden wir mal versuchen, ihre Medbay auszuschalten. Das hat gepasst. Dann werden wir mal gucken. Wenn wir uns jetzt tarnen, dann kann er seine Leute nicht zurückholen. Genau, passt doch gut. Dann können wir rübergehen. Und jetzt tarnen wir uns. Genau, was haben die noch? Ja, das schaffen wir doch. Dann müssten wir doch schaffen. Da sind die, ist die erste Truppe erledigt. Die zweite. Ja, der zweite Typ erledigt. Schicken wir unsere Jungs mal auch da noch rüber. Gut. Ja, das dürften wir in der Tasche haben. Jawohl, haben wir geschafft. Sehr schön. Hoho, Nikmi hat hier fast noch das Zeitliche gesegnet. Den Crew-Teleporter noch aufbessern. Ein Drohnensystem einmal immunisieren, das ist ganz wichtig. Und Sensoren brauchen wir auch. Ach, das ist ein Store. Ach du liebe, ich Trottel. Ach, naja, gut. Das ist doof. Nun denn, dann wollen wir noch mal... okay. Dürfen jetzt uns nicht zu viel Zeit lassen, aber dann werden wir noch mal hier versuchen, ein oder zwei Beacons mitzunehmen. Ach ne, von dem Store aus. Der ist ja natürlich so ein bisschen an so einem toten Ende. Okay. Rebellenschiff mit 5 Schildpunkten, das habe ich bewusst noch nie gesehen. Ach du liebes bisschen. Okay, dann werden wir mal Folgendes machen. Dann unsere Rock-Jungs, ich hoffe, dass die das so lange durchhalten, die mal in den Schildraum schicken. Das ist nämlich das Problem bei Auto-Scouts, verlieren die Lebenspunkte, wie ihr sehen könnt. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Tarnen.
Jawoll! Nahkampf aufgestiegen, das ist schon mal sehr gut. Und die Schilde schon ordentlich runtergeprügelt. Können wir nochmal schon mal anfangen, ein bisschen zu ionisieren. Oh, die Bienendrohne ist durchgekommen. Das ist ärgerlich. Dann springen wir lieber mal weg. Und schicken ihm nochmal unsere Rock Dudes rüber. Obwohl das Doofe ist, dass wir halt keinen Schaden machen können. Das wäre wirklich noch mindestens ein Anti-Ship einsetzen müssen. Wir haben da auch, da haben das nicht gerade üppig. Jetzt kriegen wir auch nicht was rein. Oh, okay. Double Miss und jetzt? Oh, noch ein Miss. Oh, aber die Bienendrohne einmal. Okay, aber gut. Das kann man verschmerzen. Ich hole die Jungs mal zurück und wird gleich mal anfangen. Ach, das war natürlich dämlich. Oh, das war natürlich selten dämlich wieder. So, ich wollte eigentlich hier noch einen Energiepunkt rausnehmen. Dann können wir den Ionenblaster mal rausnehmen und die Anti-Ship-Drohne einsetzen. Und so viel dazu. Wir müssen, wie es aussieht, hier noch eine zweite Drohne einsetzen. Ach nee, wir können das hier auch als Trainingschance nehmen für unsere Nahkämpfer. Okay. Oh ja, der hat gesessen. So, dann will ich Rock, wo ich ja echt gerne Nikmi nochmal losschicken würde, aber der stirbt uns nachher hier unter der Hand weg. Das ist knapp. Ja, versuchen wir es. Hoffentlich überlebt das gerade. Ich glaube, es wird ganz hauchzart. Ja. So, sofort zurückholen und tarnen. Puh, das war knapp. Und ist er noch? Ah, die hat er noch nicht die eine Stufe sich angeeignet. Ah, das ist gut. Jetzt schießen wir nicht mehr vorbei. Ja.
beiden nochmal auf wieder mal die, auf den Weg schicken. Ah, Mist! Gerade hier eine Repair-Stufe erreicht. Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, ein bisschen hin und her gerissen, ob wir unsere Jungs nicht nochmal reinschicken sollen. Ich glaube, das machen wir. Um die einfach weiter zu trainieren und diesmal in den Waffenraum. Jawohl, da hat Nick wieder seine nächste Stufe erreicht. Und wir tarnen uns nochmal. So, und holen sie zurück. Wir werden jetzt Nazia und Will hier mal ins Trainingscamp schicken. Und weiter geht's. So. Ein gewissermaßen ein Geduldsspiel, aber ja, also sieht eigentlich sehr gut aus. So. Und rüber mit euch. Okay. Das Waffensystem ist in Eimer, das ist sehr gut. Ja, und wir kriegen sie vielleicht noch auf die erste Nahkampfstufe, das wäre ganz vorzüglich. Und dann werden wir die beiden Schlingel wieder in den Waffenraum schicken. Weil es so schön war. So, da ist es wieder hinüber. Ach, das ist natürlich... Das ging ja fast so schnell. Thank you.
die Schild in den Schildraum und dann müssten sie eigentlich auch die nächste Stufe erreichen. Und dann vernichten wir den Scout. Der kam uns eigentlich genau gelegen. Also ich meine, 4 Schildpunkte hätten auch ausgereicht, aber ich habe mich da ein bisschen vertan. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Jawohl, da ist Nazia die nächste Nahkampfstufe erreicht und Wild kriegen wir auch noch hin. Ja gut, man sieht ja einfach, wir haben halt auch das Pech gehabt, dass wir keinen Mantis bekommen haben. Das sind einfach die guten Nahkämpfer. Wir brauchen einfach zu lange hier. Okay, Will müsste eigentlich noch gerade seinen fehlenden Punkt kriegen. Doch nicht. Okay, ein letzter noch, also dann reicht es mir auch. Etwas langatmig. Gut. Dann macht man mal die Schilde kaputt. Immer noch nicht. Meine Güte. Das nervt, ey. Tschuh. Fast noch ein Treffer eingesteckt hier. So. So, jetzt bitte Stufe aufsteigen hier, Will. Ja, da ist sie, genau. Gut, dann können wir jetzt das Schiff auseinandernehmen.
Das heißt, wir könnten unsere Drohne vom unsere Drohne nochmal ins Gefecht schicken. Oh, ein Triple Miss, das war sogar relativ nötig. Und wir haben es geschafft. Juhu! 43, okay. Da können wir uns ja fast nichts von leisten, ne? Gut. Dann gucken wir nochmal im Store vorbei. Oh, Jumps an. Achso, das blöde Flaggschiff. Ah, wir haben eh keine Chance gegen das Flaggschiff. Ach komm, das ist doof. You scan the air area, finding signatures for only a small trade vessel. However, as it approaches, you see the silhouette of a rebel scout. Okay. Gleich das nächste Spiel wieder. Also ruf da. Ist ja auch schön, dass ich unseren Blaster wieder nicht abgefeuert habe. Tja, schade, dass wir den. Oha, den Laser. Die Crew-Teleporter nicht schon upgraden konnten. Sonst könnten wir mich zwei Truppen gleichzeitig. Ach nee, zwei Truppen gleichzeitig ist Quatsch, aber schneller zumindest agieren. Aber das Schild ist runter. Das ist auch schon mal erfreulich. Thank you.
Oh! Oh, den Crew-Teleporter getroffen. Das ist absolut worst case. Das hätte auch ins Auge gehen können. So, dann wollen wir jetzt mal... Mir reicht das ja auch mit der Rotation. Das ist echt nervig. Obwohl das auch einiges gebracht hat. Dann wollen wir jetzt mal zum Angriff übergehen. Dreimal hinterher schon wieder. Auch viermal daneben. Oh, die Drohnensysteme getroffen. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Und nochmal das Cockpit. Das ist auch gut. Ich glaube, wir nehmen die... aus dem Spiel. Schicken wir die Jungs doch nochmal rüber. Sechs von acht. Jo, sieben von acht. So, komm, hol jetzt die zweite Stufe ab hier. Jawohl. So, Will hat jetzt Stufe 2 erreicht, 20% mehr Schaden im Kampf, das ist sehr gut. Und eigentlich möchte ich genauso Nazia auch noch die eine Stufe genehmigen. In der Zwischenzeit können wir auch die Drohne ein bisschen arbeiten lassen. Jawohl, das Drohnensystem getroffen, sehr gut. Gut, dann gehen wir rüber. War noch nicht. Oder doch? Nee. Ja, dann werde ich gleich die beiden Rock Dudes nochmal rüberschicken. Also die sollen schon noch die nächste Stufe erklimmen. Oh ja, das war gut.
war noch ein guter Treffer. Sehr schön. Gut, dann können wir den Rock. Können wir jetzt hier rüber schicken. Und Rinder. Genau, da hatten wir jetzt hier die zweite Stufe auch erreicht, so war ich mir das gedacht. Und Williams jetzt. Dann holen wir sie mal zurück. Und schicken unsere Drohne wieder rein, um das aufzuräumen. Und dann war's das, glaube ich. Jawohl. Und wir kriegen noch einen Einblast. Das ist ja nicht zu fassen, oder? Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk für uns. Unglaublich. Ist das herrlich. So, und ich bin jetzt hier wirklich nachdenklich, ob wir den Crew-Teleporter... Drohnensystem brauchen wir eigentlich noch. Wir brauchen eigentlich alles. Wir müssen eigentlich auch Cockpit und Sauerstoff mal immunisieren. Ausweichen schadet auch nicht. Eieieiei. Na, wir machen erstmal nochmal so weiter. Schließlich sind wir gar nicht so schlecht gefahren. Na. So. Gut, dann. A few scattered heavy vessels are left to defend the nearby Federation settlement. Und wenn wir jetzt hier hingehen, haben wir eventuell schon das Rebellenflaggschiff an den Hacken. Ich hoffe mal nicht. Nee, okay. Aber nun. So, wir nehmen noch den Einsprung hier mit. Und noch ein Autoscout, ist ja herrlich. So, wieder. Ja, geht's gleich weiter wie vorher, ne? Wir powern dieses Mal unseren Einblast noch dazu. Oh, das war nicht gut. Okay, dann wollen wir unsere Drohnen einsetzen. Oder eine Drohne. Das war nicht, gar nicht gut. Thank you.
Boah, der hat uns wieder erwischt, das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann gehen die Jungs ein bisschen spielen im Waffenraum, ganz klare Sache. Kurz mal die Drohne deaktivieren. Okay, das sieht gut aus. So. Ein letztes Mal spielen gehen. Gut, und finish him. Jawohl. Okay. Oh, es reicht leider nicht, um uns die Schilde leisten zu können. Das ist natürlich echt bitter. Das ist natürlich echt bitter. Also was machen wir? Zack, zack. Boah. Das ist zwar nicht das, was ich haben wollte, aber gut. Besser als nichts. Gut, dann wollen wir noch unsere Leute, unsere Jungs noch ein bisschen heilen. Und dann würde ich sagen, treten wir im nächsten Video gegen, also ziemlich chancenlos, muss man dazu sagen. Also habe ich kein gutes Gefühl, aber dann treten wir tatsächlich gegen das Rebellenflaggschiff an. Wer hätte das gedacht? Gut, also, bis zum nächsten Mal.